So. Herzlich willkommen zur heutigen chaotischen Viertelstunde. Diesmal über das Metadatenformat EXIF. Über EXIF bin ich gestolpert bei der Arbeit an einem, oder mehr bei der Suche nach Bildern, die aus einem ganz bestimmten Zeitraum entstanden sind. Und es ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man irgendwie so eine Bildersammlung von 40 GB durchsuchen möchte nach einem Bild, was an einem gewissen Tag entstanden ist. Aber jetzt erstmal dazu, was EXIF ist. So, also EXIF steht für Exchangeable Image File Format und ist für die Formate JPEG und TIFF das Standardformat für das Eintragen von Metadaten. Es gibt dann noch so ein zweites Format, was auch in JPEG und TIFF drin ist. Allerdings scheint es dafür irgendwie keine Anzeigeprogramme zu geben. Und EXIF ist ganz nett gebaut und versteckt sich einfach in dem JPEG-Header, wie irgendwie so ziemlich alles, was man da reinpacken kann. Als Alternativen dazu gibt es noch so lustige Dinger wie IPTC-IIM. Das ist auch wieder für Bildmetadaten, versteckt sich auch irgendwie in diesem JPEG-Header, aber war ursprünglicherweise mal für redaktionellen Einsatz geplant. Deshalb stehen da auch so Dinger drin wie Wichtigkeit und die Quellen, wo man es her hat und so weiter und so fort. Dann gibt es noch irgendwie so das XMP, das ist so ein allgemeines Metaformat für Bilder. Das Problem ist, es ist in keinem Bildformat irgendwie genau beschrieben, wie das da rein soll. Also wenn man in so einem Bildformat irgendwie die Möglichkeit hat, noch so ein Kommentarfeld oder so zu machen, dann kann man da so einen ganz großen XML-Block reinschreiben. Das nennt sich dann XMP. Alternativ gibt es noch RIF, Resource Interchange File Format. Das kommt zum Beispiel bei WebP, WebM, WAV-Dateien und AVI-Dateien irgendwie zum Einsatz. Und gibt es schon seit Windows 3.1. Und in PNG-Files kann man Metadaten auch in Datenblöcken, Chunks, verstecken mit einem optionalen Tag. So, dann, wie ist EXIF eigentlich so aufgebaut? Naja, ich habe hier so ein JPEG-Bild und jedes JPEG-Bild hat so einen Marker am Anfang, der nennt sich FFD8 und der sagt mir, hier fängt ein Bild an. Und das erste, was, und danach kann ich, also direkt danach kann ich Marker platzieren für Application Data. Und der Application Data 1 Marker ist normalerweise der Marker, der für EXIF verwendet wird. Und der nennt sich dann FFE1. Und danach können beliebig viele Daten kommen. Und danach kann ich noch so weitere Marker hinbauen. Einfach mit FFE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kommen da wieder Daten und weiter unten am Bilderende kommt dann das Thumbnail und dann die eigentlichen Bilderdaten und irgendwann hört das Ding auf mit FFD9, aber das, was da unten kommt, ist für EXIF eigentlich nicht mehr relevant. So, jetzt habe ich gesagt, gibt es da diesen schönen EXIF-Marker. Das erste, was da drin steht, ist der Marker, danach kommt irgendwie in 2 Byte oder so die Länge von dem Inhalt davon und dann kommt der eigentliche EXIF-Header und da haben sich die Leute gedacht, wie könnte man denn am einfachsten beschreiben, dass hier was mit EXIF kommt? Richtig, wir schreiben einfach EXIF mit ASCII einfach rein und danach nochmal einfach, weil wir es können, 2 Bytes mit Nullen für die Leute, die die Range verkacken bei den 0 Bytes. Danach kommt der TIFF-Header, der schreibt dann entweder 4.9, 4.9 oder 4D, 4D rein, je nachdem, ob man auf Intel oder Motorola Byte Order ist. Und dann schreiben sie einfach die Zahl 42 da rein, weil 42 ist eine gute Zahl. Und dann kommt der Offset bis zum ersten IFD-Feld. Und dieser Offset bis zum ersten IFD-Feld ist immer mindestens 8. Ja. Kannst du nochmal wiederholen, was IFD war? Das habe ich noch nicht gesagt, das kommt noch. Und direkt im Anschluss an diesen TIFF-Header kommen dann diese ganzen IFD-Felder.
da gibt es so einen Count und dann gibt es da Daten und die sind immer Count mal 12 Bytes lang und dann kommt am Ende noch so ein Offset für den nächsten, aber den kann man auch null lassen und dann ist es die Information, hier in der Liste geht es nicht mehr weiter. Aber lustigerweise können innerhalb von diesen IFD-Dingern wieder Offsets auf andere Dinger kommen. Also im Prinzip hat man da so einen Baum und am Ende wird dieser Baum halt terminiert, wenn da in diesem IFD-Offset einfach 0 drin steht. Und für gewöhnlich ist also der nullte IFD-Tag so ein Meta-IFD-Tag, der halt die ganzen anderen beschreibt, wie da kommt der. Und der IFD-Tag 1 ist normalerweise das EXIF-IFD und IFD-Tag 2 ist normalerweise GPS-IFD. Aber das muss nicht in der Reihenfolge kommen und da kann man noch beliebig viele weitere anhängen. Genau. Was ist in so einem IFD drin? Da ist eine Tag-Nummer drin. Also das ist einfach irgendwie so ein 2-Byte-Integer und der kann man dann in einer schönen langen Liste nachschauen, was der eigentlich heißen soll. Und dann gibt man in 2 Bytes noch das Datenformat an. Also da steht dann zum Beispiel drin, das ist ein Boolean oder das ist ein Integer oder das ist ein Float oder das ist ein Datum oder das ist eine Geokoordinate. Genau. Und dann hat man noch die Ansage, wie viele Komponenten jetzt da eigentlich in diesem IFD drin sind und dann kann man, wenn man es in 4 Bytes schafft, einfach seine Daten reinsetzen. Oder wenn man es nicht in 4 Bytes schafft, dann kann man den Offset angeben an irgendeine andere Position, die weiter hinten in diesem JPEG-Datenstream kommt. Und wer sich das im Detail anschauen möchte, dem sei geraten, dass er sich mal das Design-Dokument von exif.org anschaut. Da steht das Ganze sehr detailliert drin und macht auch Spaß zu lesen. Also das ist nicht sonderlich kryptisch geschrieben. Genau, und was steht jetzt so in diesen komischen IFD-Tags drin? Naja, da steht hier zum Beispiel so ein Tag drin, das heißt 0x010e und das steht für Image Description, ist ein String und naja, die Metabeschreibung davon ist halt einfach, naja, es ist ein Titel für das Bild, was ich habe. Oder dann geht es noch weiter. Ich habe zum Beispiel Make und Model, also das ist Hersteller der Kamera, Modellnummer der Kamera. Und weiter hinten in den Tags, ihr seht dann den Sprung in den Nummern, also 0x829a ist dann zum Beispiel die Exposure Time und das ist ein Bruch und der gibt mir die Belichtungszeit in Sekunden an. Und genau, also es sind nicht alle Werte zwischen 0000 und FFFFF belegt, aber da sind schon einige hundert drin. Also da kann man sich eine ganze Weile durch eine Liste scrollen und findet immer noch was Neues. Genau. Und in dem EXIF Design-Dokument stehen die auch alle drin und irgendwie die Liste der interessantesten Einträge, würde ich jetzt mal sagen, findet man da unten auf der anderen Seite, die ich noch verlinkt habe. So, jetzt nochmal zum kleinen bisschen schamlose Eigenwerbung. Für den Fall, dass ihr auch irgendwann mal vor dem gleichen Problem steht und eure Mutter zu euch kommt und sagt, ja, sie hätte gern das Bild vom 13. Juli 2012, aber sie weiß nicht mehr, mit welcher Kamera sie es aufgenommen hat. Ja, ist ganz schön zu wissen, wie man da rankommt und ich habe mir dann mit Python ein kleines Tool geschrieben und halt einfach mit Python EXIF Read hieß es, die Metadaten angeschaut und gesagt, oh, guck mal, da steht's doch. Das ist das Bild, was ich haben will. Hat dazu geführt, dass ich aus dem kleinen Tool, was mit dem EXIF sich das Datum holt, ein größeres Tool gebaut habe, was halt irgendwie so alles, was in EXIF an interessanten Tags steht, lesen kann, also zum Beispiel Aufnahmedatum, Auflösung, ISO-Wert, Kameramarke, Modell. Und für alles, was irgendwie einen numerischen Wert ist, kann man auch Ranges angeben. Also ich hätte zum Beispiel gerne Bilder, die mit ISO 400 bis 1600 gemacht wurden am 13. Juli 2017. Sowas. Wer will, kann sich's anschauen und ansonsten war es das von mir.
Gibt's Fragen? Es gibt, zumindest unter Mac habe ich gehört, gibt's, also Mac kann das zumindest nach Datum und so weiter, dass man dadurch suchen kann, aber die meisten Linux-Datei-Browser, mit denen man irgendwie suchen kann, die suchen nach dem Zeitstempel auf der Datei, aber halt nicht nach der Information in der Datei. Das heißt, wenn ich die zum Beispiel erst einen Monat später oder so auf meinen Rechner überspielt habe, dann weiß ich nicht genau, wo ich war. Weiß ich nicht, Beagle habe ich selber noch nie verwendet. Ich weiß, dass meine KDE Desktop Suche sowas jedenfalls nicht kann. Dafür kann sie in E-Mails suchen. Ja, Chaddy? Ich kann beliebige Felder selber definieren. Solange dafür noch ein numerischer Wert frei ist, kannst du da im Prinzip beliebig reinschreiben und das kann nur dein Programm lesen. Richtig, also solange du irgendwie einen Offset angeben kannst, wo die Daten beginnen, ist dem eigentlich keine Grenze gesetzt. Ich habe nicht genau herausgefunden, wie man Daten terminiert, die mit so einem Offset angegeben werden, aber wahrscheinlich ist es dann einfach am Ende wieder 2 Nullbytes oder so. Das war's? Wenn keiner mehr Fragen hat, dann wünsche ich noch einen schönen Abend.